Hallo und herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Am Montag kommender Woche in 2 Jahren muss sie in Großstädten fertig sein und noch 2 Jahre später in allen Kommunen in Deutschland. Ich spreche von einer ersten Version der kommunalen Wärmeplanung. Das hört sich an, als sei das noch lange hin, aber bei komplexen Strukturen wie der Wärmeversorgung ist das quasi übermorgen. Wie können Kommunen also die Wärmeplanung hinbekommen und vor allem, wie schaffen sie es, nicht nur zu planen, sondern auch tatsächlich neue regenerative Wärmesysteme zu bauen und alte fossile auf erneuerbare umzurüsten? Darum geht es bei der heutigen Buchvorstellung zum Leitfaden Kommunale Wärmewende strategisch planen der Heinrich-Böll-Stiftung in Kooperation mit dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, zu der ich Sie herzlich begrüße. Mein Name ist Sabine Drewes, ich bin Referentin für Kommunalpolitik und Stadtentwicklung bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir stellen heute also einen Leitfaden zur Wärmeplanung vor. Noch ein Leitfaden, werden Sie vielleicht sagen, weil es schon einige gibt und auch wahrscheinlich noch geben wird. Wir haben uns in der Heinrich-Böll-Stiftung in letzter Zeit verstärkt mit dem Thema Wärmewende beschäftigt, einige Grundkurse zu dem Thema Wärmeplanung veranstaltet. Vielleicht hat der eine oder die andere von Ihnen daran auch teilgenommen. Und daraus ist ein eigener Zugang zu dem Thema entstanden. Und auf dieser Basis haben wir den Leitfaden Wärmeplanung entwickelt. Und wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung eine Partnerin gefunden haben, die den Zugang teilt und diesen Leitfaden für uns und in Kooperation mit uns erarbeitet hat. Also an dieser Stelle schon mal sehr herzlichen Dank an das IÖW. Ein vierköpfiges Team hat daran gearbeitet. Sie sehen hier gerade schon Julika Weiß und Tidian Behrens, die uns auch gleich den Leitfaden vorstellen werden. Und jetzt hat sich auch Janis Bergmann dazu geschaltet, der im Hintergrund Frage- und Antwort-Moderation macht. Und außerdem ist noch Steven Salecki dabei. Also Julika Weiß und Tidian Behrens werden den Leitfaden gleich vorstellen und dann werden wir noch in eine Diskussion einsteigen mit 3 weiteren Gästen, die ich Ihnen dann auch vorstellen werde. Ja, dann würde ich sagen, wir starten in die Vorstellung des Leitfadens und das wird eben von Julika Weiß und Tidian Behrens gemacht. Julika Weiß ist Umweltingenieurin und leitet seit 2022 das Forschungsfeld nachhaltige Energiewirtschaft und Klimaschutz am IÖW. Und Tidian Behrens hat politische Ökonomik und interdisziplinäre Nachhaltigkeitsstudien in Heidelberg und Barcelona studiert und arbeitet am IÖW zum Thema kommunale Wärmewende und Beteiligung und Akzeptanz. Und genau, jetzt ist die Bühne eure und ihr könnt die Präsentation starten. Ja, guten Tag. Ich freue mich sehr, dass wir Ihnen heute diesen Leitfaden vorstellen dürfen und mit Ihnen in die Diskussion zur kommunalen Wärmewende kommen können. Der Leitfaden heißt Kommunale Wärmewende strategisch planen. Das ist eben auch das Ziel, das wir damit verfolgen, dass die Kommunen eben was in der Hand haben oder dass wir die Kommunen damit unterstützen können, dass sie an die kommunale Wärmewende strategisch herangehen. Wir werden, da es eine Buchvorstellung ist, heute die Vorstellung entlang der Kapitel mehr oder weniger machen. Das heißt, ich beginne gleich damit, die Ausgangslage nochmal vorzustellen. Warum braucht es einen Leitfaden? Wo stehen wir? Dann gehen wir Richtung Zukunft der Wärmeversorgung. In dem Kapitel geben wir eben Orientierungswissen. Was ist die Wärmeversorgung der Zukunft? Wo kann oder wo muss es hingehen? Bevor wir dann zur kommunalen Wärmeplanung kommen, ein Instrument, was eben jetzt gerade zentral ist für die kommunale Wärmewende, um das sich die kommunale Wärmewende dreht, aber das nicht ausreichend ist, um die kommunale Wärmewende dann eben auch umzusetzen. Deswegen ist ganz wichtig, dass die Akteure einbezogen werden, verschiedenste Akteure in der Kommune. Auf die gehen wir genauer in einem Akteurskapitel ein und dazu stellen wir dann auch noch was vor gleich. Nicht zuletzt gibt es weitere Bausteine für die Umsetzung der Wärmewende jenseits der kommunalen Wärmeplanung. Da werden wir auch einzelne noch vorstellen heute. Und dann haben wir ein Kapitel, das sich mit den Rahmenbedingungen befasst, wo wir hier noch ganz kurz drauf eingehen zum Zusammenspiel zwischen GEG und Wärmeplanungsgesetz und ziehen dann heute nochmal ein Fazit. Genau, das hier ist, also wo stehen wir? Der Wärmesektor ist eben sehr zentral für den Klimaschutz in Deutschland. Er verursacht 30% der CO2-Emissionen.
Das heißt, ohne Wärmewende kein Erreichen der Klimaschutzziele. Und dieses Tortendiagramm, was Sie hier sehen, zeigt nochmal, wie innerhalb von Haushalten, privaten Haushalten, der Energieverbrauch aussieht. Und man sieht, Rot und Orange sind hier Raumwärme und Warmwasser. Das ist also dominant für den Energieverbrauch in Haushalten. Diese Menge muss reduziert werden, nicht nur in Haushalten natürlich, aber auch in Haushalten, um den Energieverbrauch, dann eben auch erneuerbar gestalten zu können. Aber gleichzeitig muss er eben auch erneuerbar werden. Dazu dann die nächste Folie, wo man sieht, auch hinsichtlich der Art der Energieversorgung, passt das noch nicht zu unseren Zielen. Wir haben weitgehend eine fossile Energieversorgung im Bereich der Wärme. Es ist über 80%. Wir sehen dieser blaue und schwarze und braune Teil der Torte. Das sind Gas, Mineralöl und Kohle. Das ist eben dominant. Und man sieht diesen sehr relativ kleinen Tortenteil, der ist grün, erneuerbare Energien. Der ist auch in den letzten Jahren kaum gewachsen. Der lag bei 14% noch vor weniger Zeit, aber irgendwie da ist er ganz lange gedümpelt. Das heißt, hier passiert wenig. Und wenn wir uns diesen Teil nochmal genauer angucken, wir haben das nochmal genauer aufgeschlüsselt hier für den Leitfaden, dann sieht man, dass der dominiert wird von der festen Biomasse. Das ist der eher orangene Teil, 11%. Und die anderen Energieträger sind sehr gering. Also gerade die Zukunftsenergieträger wie Umweltwärme, Geothermie oder Solarthermie haben hier nur sehr geringe Anteile bisher. Genau, die Wärmewende stockt seit Jahren und deswegen war es dringend notwendig, dass es hier neue politische Instrumente gibt, sodass jetzt eben das Wärmeplanungsgesetz und das Gebäudeenergiegesetz eingeführt werden und eben eine Basis sind für die dringend notwendige Beschleunigung. Genau, wo soll es hingehen? Ich habe schon gesagt, wir haben momentan hohe Energieverbräuche und sehr geringe Anteile Erneuerbare. Wenn man die Zukunft der Wärmeversorgung sich anguckt, das sind die Leitszenarien, das BMWK, dann sieht man, dass dort der grüne Balken, irgendwie, es gibt hier Rückhall, irgendjemand hat sein Mikrofon an. Der grüne Balken hier jeweils die Wärmepumpen sind, die eben in Zukunft in allen Szenarien der dominante dezentrale Energieträger sein soll. Da sind sich alle Szenarien einig. Der rote Balken, den wir hier sehen, das sind Wärmenetze. Das ist also der zweite zentrale Bestandteil einer zukünftigen Wärmeversorgung. Und dann gibt es hier diese blauen Anteile. Da sind die Szenarien unterschiedlich. Da gibt es welche, da taucht der nicht auf und welche, da hat das mit 90% doch einen relativ hohen Anteil. Das sind hier grüne Gase und Wasserstoff. Da ist es eben umstritten, welche Rolle das zukünftig in der Wärmeversorgung spielen soll. Und wichtig ist eben, man muss hier unterscheiden zwischen zentralem und dezentralem Einsatz von Wasserstoff. Dazu die nächste Folie gerne. Hier sieht man, warum aus unserer Sicht dezentral der Einsatz von Wasserstoff in der Regel keinen Sinn macht, weil eben die Effizienz des Einsatzes von Strom und der Wasserstoff beruht eben auch ganz maßgeblich auf Strom in der Wärmepumpe sehr viel höher ist. Wir sehen hier links, die elektrische Wärmepumpe kann aus einer Kilowattstunde Strom 2,8 bis 3,5 Kilowattstunden Wärme erzeugen. Wenn ich Wasserstoffbrennwertkessel einsetze, sind das nur 0,64 Kilowattstunden. Das ist natürlich sehr viel weniger effizient. Und weil ja auch der Stromausbau durchaus an Grenzen gerät, sei es durch Akzeptanz oder Flächennutzung, Naturschutz und ähnlicher Probleme, ist es eben wichtig, dass wir den Strom auch effizient einsetzen. Dementsprechend ist Wasserstoff vermutlich wichtig in der Zukunft, aber eben eher im zentralen Bereich und systemisch und nicht in Leitungen, mit denen Haushalte versorgt werden. Dann weiter. Genau, ich habe vorhin schon gesagt, der Wärmeverbrauch in Haushalten, aber auch darüber hinaus, Industrie etc. muss reduziert werden. Der ist sehr hoch, der ist sehr entscheidend für den Energieverbrauch in Deutschland. Dazu gehört nicht nur die Energieeffizienz, also dass wir die Gebäude sanieren, dass wir energieeffiziente Technologien einsetzen, sondern es ist eben auch wichtig, dass die Energie sparsam eingesetzt wird und wir eben nicht durch Flächenwachstum die Maßnahmen, die wir im Bereich Energieeffizienz haben, zunichte machen. Was man hier sieht, ist der grüne Strich ganz unten, das ist der Wachstum der Wohnfläche pro Kopf. Wir sehen, der wächst eben seit Jahren sehr stark. Und auch wenn wir effizientere Gebäude haben, bedeutet mehr Gebäude eben auch mehr Ressourceneinsatz, nicht nur für den Bau, sondern dann eben auch mehr Energieverbrauch für die Beheizung. Dieser Trend ist jetzt auch durch Homeoffice noch unterstützt. Das heißt, wir sehen, dass der jetzt nicht weniger wird, sondern dass das Flächenwachstum eher steigt. Und das ist eben wichtig, dass man bei der Wärmewende auch Suffizienz berücksichtigt, also die Reduktion des Energieverbrauchs. Damit übergebe ich an Tidian, der den weiteren Teil vorstellen wird. Ja, vielen Dank, Julika.
Ich würde ganz gerne hier einsteigen mit einer Grafik aus dem Leitfaden, die, finde ich, ganz schön darstellt, wie enorm die Transformation aussieht, die wir vor uns haben. Und zwar geht es natürlich jetzt darum, von dem alten fossilen Energiesystem, Wärmeenergiesystem, das vor allem eben durch Heizzentralen und große Monopolisten charakterisiert wird, hinzukommen zu einer Wärmeversorgung, die eben alle möglichen erneuerbaren Energien, die zur Verfügung stehen, in den Kommunen nutzen. Und das sieht dann im Endeffekt so aus, also dass genau alles, was so zur Verfügung steht, von der Wärme aus dem Erdreich, der Umgebungswärme aus der Luft, aus der Abwärme von Unternehmen, aus U-Bahn-Schächten, man kann da wirklich in alle Richtungen denken, dass diese erneuerbaren Potenziale wirklich genutzt werden. Das bedeutet im Endeffekt, dass wir von diesem zentralistischen Wärmesystem hinkommen zu einem, das diversifiziert ist, kleinteilig ist und dezentral. Das bedeutet natürlich auch, dass um diese Potenziale wirklich gut nutzen zu können, dass es Sinn macht, viel in Richtung Wärmenetz zu denken. Das heißt also, diese möglichen Potenziale, ich stelle es mir ein bisschen so vor, einzusammeln, wo es eben geht und an die Haushalte zu liefern. Das ist natürlich eine enorme Herausforderung, was nicht nur was die Infrastruktur angeht, sondern eben auch was die Akteure angeht, die jetzt mit auf den Plan kommen. Das heißt, wir müssen uns wirklich darauf einstellen, dass sich im Endeffekt das ganze Energiesystem, wie wir es kennen und wie es jahrzehntelang funktioniert hat, sich komplett umstellt. Das heißt, in Richtung Vielfältigkeit, Lokalität. Das bringt natürlich ganz neue Herausforderungen mit sich, aber eben auch total viele Potenziale. Denn diese neuen Akteure, die jetzt auf den Plan treten, diese ganzen neuen Geschäftsmodelle, die jetzt relevant werden, die haben natürlich das Potenzial, und das möchte ich jetzt hier ganz gerne mit der nächsten Folie zeigen, eben auch regionale Wertschöpfung und Beschäftigung in die Kommunen zu bringen. Und wir haben das gesehen, gerade jetzt auch nach der EU-Wahl, nach der Europawahl, dass Klimaschutz alleine vielleicht eben nicht reicht, den gesellschaftlichen Wandel auch in der Bevölkerung voranzubringen, Akzeptanz voranzubringen. Und was wir versuchen hiermit darzustellen, auch mit dem Leitfaden versuchen zu betonen, ist, dass die Wärmewende im Endeffekt wirklich das Potenzial liefert, die Kommunen aufzuwerten. Durch langfristig stabile Energiepreise, durch die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, durch günstige erneuerbare Energie, durch Versorgungssicherheit und natürlich auch, wir wissen es nach dem Angriffskrieg der Russland auf die Ukraine, hinzukommen zu einer Unabhängigkeit von Energieimporten. Genau. Und hier auf der linken Seite sieht man jetzt mal eine Grafik, die kommt aus einem IEW-Projekt namens REWA, wo wir uns mal vor allem Stephen Zalecki sich angeguckt hat, wie regionale Wertschöpfungspotenziale aussehen mit verschiedenen Rahmenbedingungen. Und hier auf der linken Seite ist mal das Beispiel Bürgerenergie, also eine beteiligungsorientierte Wärmeversorgung und die Gewinne, die hier im Ort verbleiben, sind hier dargestellt durch den orangenen Balken. Und auf der rechten Seite sehen wir ein Setting, in dem die Wärmeversorgung eben nicht lokal verankert ist, wo die Energie, die Gewinne dann im schlimmsten Fall eben abfließen. Und da möchten wir eben darauf hinweisen, dass es hier ein totales Potenzial gibt, wenn die Rahmenbedingungen richtig gesetzt werden vor Ort, wenn mit den Akteuren richtig zusammengearbeitet wird, dass eben regionale Wertschöpfung auch vor Ort stattfindet und die Kommunen aufwertet, mehr Lebensqualität für die Kommune bereitstellt. Wie kommen wir dahin? Das ist jetzt die Frage. Und hier kommt eben auch die kommunale Wärmeplanung ins Spiel. Die kommunale Wärmeplanung an sich ist ja jetzt erstmal ein Planungsinstrument, sogar noch ein unverbindliches Planungsinstrument, das einen ganz klaren Ablauf hat. Also man guckt sich im Endeffekt an, ne, durch die Bestandsanalyse, was haben wir eigentlich vor Ort? Wie ist der Status quo? Wie sind die Wärmebedarfe? Dann schauen wir uns an, welche Potenziale sind vor Ort? Das ist sehr individuell. Jede Kommune hatte eigentlich ein ganz anderes Setting, um dann darauf hinzuarbeiten, erstmal zu überlegen, wie soll die Wärmeversorgung in der Zukunft eigentlich aussehen? Und auch ganz wichtig, wo machen Wärmenetze denn eigentlich Sinn? Das ist eigentlich so ein
kann man sagen, das der zentrale, die zentrale Aufgabe der Wärmeplanung, zu gucken, wo kommt ein Wärmenetz hin und wo soll es eine dezentrale Wärmeversorgung geben. Das Ganze soll dann im besten Fall eben Planungssicherheit verschaffen für die verschiedenen Akteure. Die Frage, kommt da jetzt eigentlich ein Wärmenetz oder muss ich mir jetzt eine dezentrale Lösung überlegen? Die soll mit der Wärmeplanung, diese Frage soll mit der Wärmeplanung beantwortet werden. Genau, die Wärmeplanung an sich hat, wie gesagt, einen relativ vorgegebenen Rahmen. Aber was wir mit dem Leitfaden eben hervorheben wollen, ist, dass es eben nicht nur diesen technischen Prozess gibt, sondern eben es wirklich darauf ankommt, jetzt schon während dieser Wärmeplanung, während dieses Prozesses mit den Akteuren zusammenzuarbeiten, die wichtig sind am Ende eben auch für die Umsetzung von verschiedenen Wärmeversorgungslösungen. Das heißt, muss eben priorisieren und sich vor allem überlegen, wo kommt ein Wärmenetz hin und wer kann denn der potenzielle Betreiber von so einem Wärmenetz sein? Und hier kommt eben genau diese strategische Planung ins Spiel. Es gibt natürlich jetzt ganz verschiedene Akteure von den Energieversorgern, den Wohnungsbauunternehmen, die verschiedenen Unternehmen und Betriebe vor Ort und alle möglichen anderen Akteure, die in der Kommune eben zu finden sind, und alle spielen eine wichtige Rolle. Doch genau, was wir versuchen darzustellen durch dieses Flussdiagramm, ist, dass gerade in der ersten Phase, das heißt eben der Bestandsanalyse und der Potenzialanalyse, es im Endeffekt erstmal im Kern die Verwaltung ist, die sich darum kümmert, Daten zu erheben, sich die Daten einzuholen von den Energieversorgern zum Beispiel. Natürlich findet hier auch schon eine gewisse Art von Beteiligung, vor allem zur Information statt. Ne? Die Wärmeplanung hat jetzt gestartet, geht los. Das ist natürlich total wichtig, aber im Kern findet der erste Teil eben von durch die Kommunalverwaltung statt. In der Regel ist eben auch noch ein Planungsbüro mit an Bord. Und jetzt eben, wenn es darum geht, ein Zielszenario auszuarbeiten, also sich wirklich zu überlegen, wie sieht denn jetzt eigentlich die Wärmeversorgung in der Zukunft aus, dann möchten wir eben vor allem darauf hinweisen, dass es jetzt nicht nur darum geht, diese Wärmeplanung irgendwie abzuschließen und eine schöne Zielvision zu erstellen, sondern während der Erstellung des Zielszenarios eben schon zu gucken, dass die Akteure an Bord sind, die dann am Ende auch so ein Wärmenetz betreiben. Denn daran kann so eine Wärmewende tatsächlich dann auch scheitern. Das heißt, hier geht es wirklich darum, Allianzen zu schmieden, Überzeugungsarbeit zu leisten und im Endeffekt dann dafür zu sorgen, dass die Akteure, die wirklich wichtig sind, das heißt, in dem Fall sind das die Energieversorger, möglicherweise die Wohnungsbauunternehmen, es können aber auch andere große Abnehmer sein, wie Unternehmen, die zum einen Wärme abnehmen oder auch Abwärme bereitstellen können, dass diese Schlüsselakteure während der Erstellung des Zielszenarios eben schon an Bord gebracht werden. So dass dann, wenn die Akteure dann, mit an Bord sind, gemeinsam die Umsetzung angegangen werden kann. Und das wäre dann sozusagen der Teil, wo eben alle anderen Akteure, die hier eben wichtig werden, das können Banken sein, das kann das Handwerk sein, das können vor allem auch die Klimaschutzagenturen sein, dass die hier mit an Bord kommen und gemeinsam dann an der Umsetzung arbeiten. Genau, und was die Umsetzung angeht, gehen wir nochmal genauer darauf ein, auf verschiedene Bausteine der Umsetzung. Eins davon sind Quartiere. Was wir hier zum Beispiel beschreiben, ist die Möglichkeit eben zu clustern und zu priorisieren. Das heißt, diese riesige Herausforderung der Wärmewende eben, die sehr erschlagend sein kann für eine Kommune, ist mal im Schritt für Schritt anzugehen und eine strukturierte Herangehensweise eben zu wählen, mit Daten aus der Bestandsanalyse zu gucken, wo fängt man denn am besten an, zum Beispiel indem man den Sanierungsgrad und irgendwie die Eignungsgebiete mal übereinander legt, so hat das Karlsruhe gemacht zum Beispiel, dass man da schaut, okay, jetzt schauen wir uns mal dieses Quartier an, können die Low-Hanging Fruits sein oder eben auch die Worst-Performing Buildings. Da kann jede Kommune im besten Fall auch mit Unterstützung der Klimaschutzagenturen, hören wir sicher vielleicht auch nochmal was drüber, dafür sorgen, dass Schritt für Schritt diese Herausforderung angegangen wird. Ein anderes Beispiel wären Förderprogramme, die in Anspruch genommen werden könnten. Es gab eine lange Zeit eben das KfW 432 Programm, was jetzt eben leider nicht mehr zur Verfügung steht. Mal gucken, ob da noch was kommt. Auf der anderen Seite können Kommunen aber natürlich auch Förderprogramme initiieren. Und hier spielen dann zum Beispiel eben die Banken und Finanzinstitutionen eine wichtige Rolle.
Ein Instrument, das wir eben auch noch mal genauer beschreiben, sind zum Beispiel die Liegenschaften in der Kommune, die als Keimzellen genutzt werden können oder als Ankerkunden vor allem eine wichtige Rolle spielen. Hier auf der linken Seite sieht man mal ein Beispiel von Elisa Dunkelberg et al. Aus dem Projekt Urbane Wärmewende, wo ganz gut dargestellt wird, wie so eine Schule zum Beispiel als so eine Art Keimzelle für ein Wärmenetz fungieren kann. Das heißt, Flächen zum Beispiel ein Sportplatz können genutzt werden, um Erdsonden oder Erdkollektoren zu installieren. Und von dort aus, am besten auch noch mit Photovoltaik kombiniert, kann ein Wärmenetz eben erweitert werden. Das ist besonders wichtig, weil die Investitionskosten eben über diese große Abnahme, da kommt die Rolle des Ankerkunden eben ins Spiel, erst ermöglicht werden kann. Und die Kommune hat hier eben über die eigenen Liegenschaften einen total wichtigen und wertvollen Hebel, um Quartierslösungen auf die Beine zu stellen. Was wir auch noch erwähnen, ist die Bauleitplanung und städtebauliche Verträge. Auch hier hat die Kommune gute Möglichkeiten, eben in die Stadtentwicklung, auf die Stadtentwicklung Einfluss zu nehmen. Und sollte das eben auch für sich nutzen, wo immer möglich. Weitere Baustellen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen werde, ist zum einen die riesige Frage der Kommunikation und der Partizipation. Wir alle haben es mitbekommen, jetzt während dem Heizungsgesetz, wie wichtig es ist, gut zu kommunizieren. Hier geben wir zum Beispiel den Tipp beim Beginn der Wärmeplanung und dann eben auch noch, wenn das Zielszenario formuliert wurde, mit den BürgerInnen in Austausch zu treten, gemeinsam eine Bewertung von so einem Zielszenario anzustellen. Beratung ist natürlich wahnsinnig wichtig, gerade auch für die Haushalte, bei denen kein Wärmenetz kommt. Da stellen sich dann viele eben die Frage, was mache ich denn jetzt am besten? Hier spielen dann auch wieder die Zusammenarbeit mit den Energieagenturen eine total wichtige Rolle. Also informieren, beraten, kommunizieren, gleichzeitig natürlich vernetzen, weiter die Netzwerke ausbauen und wo es geht, beteiligen. Das kann finanziell sein, aber das kann eben auch im Sinne von einer informativen Beteiligung sein, wo die Meinung von BürgerInnen und auch von Unternehmen, von Wohnungsbaugenossenschaften, Unternehmen mit eingeholt werden. Und eine andere natürlich total riesige Thematik ist die der Finanzierung und Geschäftsmodelle, denn die Wärmewende ist eine riesige Herausforderung, vor allem eben auch finanziell, weil riesige Mengen an Investitionen oder hohe Investitionskosten, die hier auf die Kommunen zukommen. Und hier ist halt die Frage, woher kommt das Geld eigentlich? Was wir hier nennen, ist natürlich auch zum einen die finanzielle Beteiligung, also zu gucken, woher kann eigentlich Geld oder woher können Mittel generiert werden, natürlich auch was die Akzeptanz angeht, Contracting oder eben auch Leasingmodelle. Leasingmodelle in dem Sinne, dass natürlich jetzt viele Kommunen auch oder Haushalte vor der Frage sind, ja gut, wenn jetzt ein Wärmenetz kommt, was mache ich denn bis dahin? Hier spielen dann wahrscheinlich zukünftig auch der Gebrauchtmarkt für Heizung eine wichtige Rolle. Ich weiß von der Enercity in Hannover, die es zum Beispiel so macht, dass sie in Wärmenetzausbaugebieten den Menschen mit kaputten Heizungen eben eine Leihheizung, eine Gastherme zur Verfügung stellen zum Preis des zukünftigen Wärmenetzpreises. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit für die Überbrückung, bis dann das Wärmenetz kommt. Genau, das beschreiben wir aber auch nochmal genauer im Leitfaden. Und was ich hier mit ein bisschen zeigen möchte, ist nochmal, dass auch wenn es natürlich eine riesige Herausforderung ist mit der Wärmewende und vor allem eben auch eine Herausforderung ist, was die Imagination angeht, denn das bedeutet ja wirklich die komplette Wärmeinfrastruktur, wie wir sie kennen, bisher umzustellen, dass man, wenn man sich mal umguckt in Deutschland, dass es eben ganz viele Beispiele gibt, Best-Practice-Beispiele von Kommunen, die es eben schon weit gebracht haben, nicht nur von Kommunen, sondern eben auch von Wärmegenossenschaften. Da werden wir gleich auch nochmal von einem Praxisbeispiel hören. Es gibt Projekte wie die Energiekarawane, die wunderbare Beratungsangebote hat. Und natürlich die Arbeit der Energieagenturen, insbesondere vom Kreis Ludwigsburg, die wir hier immer wieder aufgegriffen haben. Genau.
Was natürlich total wichtig ist und nicht zu vergessen ist, dass die Rahmenbedingungen für die Wärmewende eben total wichtig ist. Und deswegen haben wir eben auch nochmal ein Kapitel, wo wir einen Überblick geben über die verschiedenen Gesetze und Förderungen, die politischen Rahmenbedingungen, die eben wichtig sind für die Wärmewende, nochmal genauer beschreiben, dann Überblick geben, Orientierungswissen verschaffen, unter anderem eben dieses Zusammenspiel zwischen dem Gebäudeenergiegesetz und dem Wärmeplanungsgesetz, das ja im Endeffekt so aussieht, dass wenn die das erst durch das Inkrafttreten der oder beziehungsweise durch den Abschluss der Wärmeplanung die Anforderungen des GEGs erst greifen. Warum das irgendwo problematisch sein kann, ist, dass man sieht es hier, wenn die Wärmeplanung bevor die Wärmeplanung abgeschlossen ist, sind erstmal alle Heizungen erlaubt, aber mit einer Umrüstpflicht. Das heißt eben, die Heizung, die sich dann eingebaut wird, muss eben einen bestimmten Anteil erneuerbarer Energien vorweisen. Man sieht es hier bei den Sternchen, die verschiedenen Deadlines, sage ich mal. Und da ist natürlich die Frage, was steht da eigentlich zur Verfügung? Also außer Wasserstoff und Biogas, genau, ist wirklich die Frage, macht das nicht eher Sinn, jetzt schon an Wärmepumpen zu denken oder an Wärmenetze? Genau, also wir sehen hier auf jeden Fall die Gefahr einer Kostenfalle. Hier umso wichtiger, dass es die richtigen Beratungsangebote gibt. Genau. So, dann komme ich zum Fazit. Vor uns liegt auf jeden Fall eine Jahrhundertaufgabe, so kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Die Wärmewende ist weit mehr als dieser Prozess der Wärmeplanung, also dieser Prozess, der relativ technisch ist, sondern es handelt sich wirklich darum, mit Akteuren zusammenzuarbeiten, sie zu motivieren und ganz viele verschiedene Aspekte gleichzeitig anzugehen, von der Finanzierung bis zur Akzeptanz, zur Beteiligung, zur Kommunikation. Das alles auf einmal ist, steht jetzt an und ist aber auch eben eine riesige Chance. Also es geht hier nicht nur um Klimaschutz, sondern es geht wirklich darum, Kommunen aufwerten zu können, die eigene Kommune aufwerten zu können. Und das jetzt mit der Wärmeplanung wirklich strategisch und zielgerichtet anzugehen. Dafür braucht es natürlich den Willen der Akteure zur Umsetzung. Und das bedeutet eben auch, dass die Kommunen hier diese Überzeugungsarbeit zum Teil eben auch leisten müssen. Also Einbindung von Akteuren von Anfang an wichtig, an den richtigen Stellen priorisieren und die Wärmewende als Gemeinschaftsaufgabe verstehen. Mit dem Leitfaden wollen wir eben nicht nur Orientierungswissen bieten für die Entwicklung von Zielszenarien, sondern oder beziehungsweise überhaupt, was diese ganze Komplexität angeht, ne, ist Wasserstoff jetzt irgendwie eine Lösung oder nicht? Ich glaube, das schaffen wir hier ganz gut mit dem Leitfaden, hier wirklich auch nochmal aufzuzeigen, was sind möglicherweise Fallstricke, was macht Sinn, was macht nicht so viel Sinn und hoffen hier durch diesen Leitfaden wirklich nochmal zu inspirieren, sei es eben als Handbuch, als Nachschlagewerk für Kommunen, die sich jetzt mit dieser Aufgabe befassen müssen und hier hoffentlich eben so gut wie möglich durch unterstützt fühlen. Und so viel von meiner Seite. Jetzt geht es aber an die Umsetzung. Und in dem Fall bedanke ich mich im Namen von vom restlichen Team und wünsche viel Spaß beim Lesen und freue mich jetzt auf die Diskussion. Ja, vielen herzlichen Dank an Julika Weiß und Tidjan Behrens für diese kompakte und umfangreiche Darstellung. Da möchte ich noch mal gerne drauf aufmerksam machen, weil wir hier tatsächlich auch stolz sind auf diese Grafik. Es gibt nämlich in der Bundesrepublik keine Darstellung in einer Grafik, wie die Anteile der einzelnen fossilen Energieträger und der Erneuerbaren, wie die eigentlich zusammenhängen. Also wie sich wirklich die Wärme zusammensetzt. Und diese Daten haben wir also vom Umweltbundesamt extra auch besorgt für das Jahr 2022. Mittlerweile ist ja der Anteil der erneuerbaren Energien im Wärmesektor sogar auch noch ein bisschen angestiegen auf 18,3, glaube ich. Also da hatten wir noch keine Vergleichsdaten von den Fossilen. Also nur so, falls, ne, es sind ja viele Leute hier, die in Energieagenturen arbeiten, falls sie das verwenden wollen, können sie herzlich gerne machen. Herzliche Einladung, um Verständnisfragen zu stellen. Ich habe hier eine Verständnisfrage und zwar von Herrn Unrath vom Energiekonsens in Bremen. Inwieweit kann die Bauleitplanung genutzt werden, um die Wärmewende zu fördern? Vielleicht, Julika.
Da kann ich drauf eingehen. Genau. Also da geht es zum einen darum, dass in Neubaugebieten man eben festlegen kann, dass bestimmte energetische Standards beispielsweise für Gebäude gelten. Das heißt, dann muss man die eben über dem sonst gesetzlich geltenden Standard bauen und beispielsweise das Effizienzhaus 55 etc. planen. Und das Zweite ist, dass man durchaus auch in Bestandsgebäuden, in Bestandsgebieten was machen kann. Zum einen kann man Sanierungsgebiete ausweisen, was dann eben bedeutet, dass dort Sanierungsaktivitäten einfacher sind. Und zum anderen kann man auch die Flächennutzungspläne so gestalten, dass dort Raum vorgesehen ist für Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien, aber beispielsweise auch Wärmespeicher oder Ähnliches. Das heißt, diese ganzen Wärmewende, Infrastrukturen brauchen Platz und das kann man eben auch in Flächennutzungsplänen hinterlegen. Und das ist dann so die Bauleitplanung, wo die aktiv werden kann. Ja, vielen Dank. Gut, da es keine weiteren Fragen tatsächlich gibt, also vielleicht kennen Sie ja, also Sie kennen ja die Wärmeplanung im Prinzip. Wir haben hier vielleicht ein bisschen was anderes vorgestellt, also daraus ergeben sich ja vielleicht dann auch noch Fragen. Ich habe jetzt auch gerade hier eine neue Frage bekommen, und zwar, was können LokalpolitikerInnen ganz konkret tun? Wärmeplanung ist beantragt, Gelder noch nicht bewilligt. Es stockt, ist die Frage. Tja. Vielleicht ist das ja eine gute Überleitung auch zu den kommunalen Akteuren, die erzählen können, was sie schon so machen. Dann können wir nachher nochmal auf die Frage genauer eingehen. Wunderbar. Das ist ein guter Punkt. Genau. Dann würde ich jetzt sehr gerne das Podium eröffnen mit unseren Gästen. Unsere Gäste sind alle aus kommunalen Beispielen, die in dem Leitfaden vorkommen, als Best Practices für ganz unterschiedliche Kommunegrößen, für Dörfer, für mittlere Städte und für Großstädte. Und ich möchte sie jetzt vorstellen. Also Imoeke Kovac hat Wirtschaftsingenieurwesen mit der Fachrichtung Energie- und Umweltmanagement an der Uni Flensburg studiert und hat dort auch als Dozentin für Energie- und Umweltpolitik gearbeitet. Sie ist jetzt Sanierungsmanagerin in Hürup in Schleswig-Holstein und hilft dort der Nahwärmegenossenschaft Boben-Opp Nahwärme EG. Herzlich willkommen. Anselm Laube hat Maschinenbau studiert und ist Geschäftsführer der Energieagentur Kreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg. Die regionalen Energieagenturen in Baden-Württemberg beraten und unterstützen die Kommunen sehr intensiv bei der Wärmeplanung. Und außerdem ist Anselm Laube auch Vorstandsmitglied der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Herzlich willkommen. Und last but not least, Johann Georg Jäger ist Projektentwickler für erneuerbare Energien in Mecklenburg-Vorpommern. Er war bis vor kurzem Mitglied in der Rostocker Bürgerschaft und ist Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Rostock AG. Die Stadtwerke Rostock verfolgen ja schon den Plan, also bis 2035 die Fernwärme komplett regenerativ bereitzustellen. Und ich möchte jetzt euch einladen zu einer ersten Kommentarrunde, zunächst mal zu unserem Leitfaden. Was fandet ihr hilfreich am Leitfaden? Was hat euch möglicherweise gefehlt, aus eurer Perspektive jeweils? Vielleicht Ladies First, Imoeke Kovac. Ja, moin aus Hürup. Ich fand die Praxisbeispiele tatsächlich sehr inspirierend. Also mich hat es gefreut, von Ludwigsburg zu lesen, von TAM zu lesen. Da habe ich auch das Gefühl, da kann man dann vielleicht direkt mit einem Netzwerk anknüpfen, dass man sich einfach mal austauscht. Das kam mir beides recht pragmatisch vor. Ich habe insgesamt ein bisschen ein Problem mit diesem neuen Instrument. Oder naja, in manchen Bundesländern neuem Instrument, bei uns ist es ja gar nicht mehr neu, aber ich habe ein bisschen Angst vor einem großen Papierwust. Da könnt ihr jetzt mit eurem Leitfaden nicht viel dran ändern. Ich habe einfach nur Angst, dass es ein großes Arbeitsbeschaffungsmaßnahmenprogramm für Ingenieurbüros wird, die halbwegs Copy und Paste machen. Und davor habe ich wirklich Angst und ich fände es wirklich schade, wenn das darauf hinausläuft. Und das kann man jetzt, glaube ich, vom Leitfaden auch nicht erwarten, dass er das verhindert oder was auch immer. Aber ich habe vor diesem Instrument an sich ein bisschen Bauchschmerzen, dass es einfach losgeht in so eine Richtung, noch mehr Papier in eine Schublade legen. Und ich hoffe wirklich sehr, dass es ganz konkret werden kann. Und genau, aber das hat nichts mit eurem Leitfaden zu tun. So, danke. Ja, vielen Dank für das Statement. Ich würde das gerne
weitergeben an Anselm Laube. Ja, herzlichen Dank und einen wunderschönen guten Abend. Die Frage, was ist der Leitfaden eigentlich, die hat mich irgendwie getragen. Ist das jetzt eine Toolbox, also ist das wirklich ein Werkzeugkasten? Ihr habt vorhin gesagt, dass die Wärmeplanung ein technischer Prozess ist. Das ist schon richtig. Ist also jetzt das der Werkzeugkasten für den technischen Prozess? Ich würde sagen, nein. Ist es ein Geschichtenbuch? Nee, es ist er auch nicht. Dafür ist viel zu konkret. Das heißt, im Grunde genommen, was der Leitfaden für mich jetzt ist, das ist so eine Art Handlungsbegleitung, ein How-to für Stadt- und Gesellschaftsgestalterinnen, würde ich sagen. Tidian Behrens hat es vorhin so schön eingeführt. Eigentlich ist die kommunale Wärmeplanung ein Instrument, um Kommunen aufzuwerten. Das ist natürlich extrem idealistisch gesprochen, weil dafür müssten wir ja wissen, wie es geht. Und das wussten wir bisher nicht, jetzt wissen wir es. Dafür herzlichen Dank, dass ihr diesen Leitfaden erstellt habt. Was ich schätze, ist diese Klarheit. Also wir haben keine Angst davor, irgendwas klar zu benennen in dem Leitfaden drin. Wir haben eine Klarheit bezüglich dessen, was wir erreichen wollen. Und was mich besonders freut, ist diese Betonung auf die Rolle der Akteure. Es ist also nicht irgendwie ein Papier, was wir erstellen. Und von daher, ich nehme den Wunsch oder ich höre die Angst meiner Vorrednerin als Wunsch quasi raus, das nochmal klarzustellen. Das wäre dann auch meine Frage oder meine Antwort zu der Frage, was fehlt uns vielleicht noch? Quasi eine Verschlankung des Prozesses. Also jetzt wissen wir, wie es geht und jetzt müssen wir alle gemeinsam, und das meine ich jetzt nicht hier das Podium, sondern alle, die hier zu Gast sind und die vielen da draußen, die sich emotional der Wärmewende verbunden fühlen, müssen jetzt einmal verstehen, wie es geht, um es hinterher abzuspecken. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, damit es eben nicht ein Papiertiger ist, sondern etwas, was die Wärmewende zum Fliegen bringt. Und ich glaube, da ist der Leitfaden ein sehr schöner Baustein. Ja, vielen herzlichen Dank für das Feedback. Und last but not least, Johann Georg Jäger. Ja, also ich habe natürlich so große, tolle Bilder da drin. Die kommen direkt aus Rostock und das ist unser schöner Fernwärmespeicher, den wir da gebaut haben. Also ich bin ganz angetan. Ich mag vor allen Dingen tatsächlich die Aufmachung. Es macht Lust, einfach durchzublättern. Es sind diese ganzen schönen Grafiken. Und da ist tatsächlich meine erste Frage an euch. Habt ihr das so organisiert, dass man diese Grafiken nutzen darf in Vorträgen? Denn das könnte ja ein wichtiger Punkt sein für Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, die einfach andere Leute davon begeistern wollen und für die immer die rechtliche Frage steht, dürfen die da Paste and Copy machen oder müssen sie da eure Erlaubnis einholen? Es wäre immer schön, wenn sowas vorne drin stehen würde, dass ihr da offen seid für, wenn genannt wird, wo sie herkommen. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Ich finde gut, dass ihr zum Beispiel relativ klar seid, was die Nutzung von Wasserstoff angeht. Das ist im Moment ein großes Problem, weil es Kommunen gibt, die eigentlich keine Lust haben auf die Wärmeplanung. Die wird ja per Gesetz verordnet und dann wird gesagt, ach Leute, wir machen das technologieoffen. Wir bleiben einfach bei unseren alten Gasnetzen. Wir glauben, dass da zukünftig Wasserstoff reinpasst. Das hat Bayern schon bewiesen. Und weil das so ist, brauchen wir gar nichts machen, denn demnächst wird die Bundesregierung das zur Verfügung stellen. Und wenn sie uns das nicht zur Verfügung stellen kann, sorry, dann ist es nicht unsere Schuld, dass bei uns die Wärmewende nicht geklappt hat. Wir haben in Rostock so eine Wärmewende schon ziemlich vorangetrieben. Wir haben ein großes Konzept sozusagen erstellt. Das lief über sehr viele Jahre, kann man sagen. Und ich finde zum Beispiel sehr interessant, von solchen Projekten zu berichten und zu sagen, was sind denn deren Erkenntnisse gewesen? Was haben die denn da neu hinzugewonnen? Und wir haben zum Beispiel mitgekriegt, dass No-Regret-Maßnahmen, also Maßnahmen, die bei jedem möglichen Pfad immer sinnvoll sind, nach vorne zu stellen sind, gerade wenn ich begrenzte finanzielle Mittel habe. Oder wir haben zum Beispiel rausgekriegt, dass wir sagen, was sind denn die vermehrbaren erneuerbaren Energien? Das sind praktisch nur Sonne und Wind, nicht Biomasse. Also müssen wir ein Konzept entwickeln, was die voranstellt. Also ich erlebe gerade viele Kommunen, die eben auch umstellen, nicht nur auf Wasserstoff, sondern die sagen, wir machen jetzt Biogas da rein. Das geht auch super. Oder wir machen Holzhackschnitzel. Wir in Rostock haben zum Beispiel ein riesen Waldgebiet, 6000 Hektar vor der Haustür liegen. Es wäre also naheliegend gewesen zu sagen, ach, machen wir alles mit Holzhackschnitzeln. So stellen wir unser Kraftwerk sozusagen um. Und darauf haben wir selbstverständlich verzichtet, weil das nicht nachmachbar ist. Unsere Biomasse-Ressourcen, unser Biogas ist alles vollständig in der Nutzung und keiner glaubt, dass man da noch in Größenordnung was dazu packen kann.
Und vielleicht ein letzter Punkt. Ihr habt das vorne drauf, das wäre meine kleine Kritik, ihr habt die Solarthermie vorne drauf. Das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Erkenntnis, dass wir am Anfang geglaubt haben, von Dänemark zu lernen mit großen Freiflächen Solarthermieanlagen. Die produzieren etwa die doppelte Anzahl an Kilowattstunden wie Photovoltaik auf der gleichen Fläche. Und dass wir ganz schnell dahin gekommen sind zu sagen, nee, wir machen das tatsächlich mit Photovoltaik in Kombination mit Wärmepumpen, weil wir dann diese Wärmepumpen dual nutzen können, auch im Winter, wenn wir große Überschüsse an erneuerbaren Energien aus der Windkraft haben, die wir momentan bei uns jedenfalls in Größenordnung abregeln müssen. Das wäre tatsächlich jetzt mein letzter Punkt. Denken, stärker noch vernetzen mit der Stromenergiewende, die ja stattfindet, mit der Frage Überangebot an erneuerbaren Energien. Wie gehe ich damit um zu bestimmten Zeiten und wie kann ich das gut in den Wärmesektor, der dafür genial ist, wie kann ich das miteinander verzahnen? Ja, vielen Dank auch für diese Rückmeldung. Wir sind ja sozusagen jetzt im fließenden Übergang zur allgemeinen Diskussion zu Stand und Perspektiven der Wärmewende mit allen Beteiligten sozusagen auch jenseits des Leitfadens. Und deswegen jetzt nochmal meine Nachfrage direkt an Johann Georg. Wie kam es denn eigentlich in Rostock dazu, dass es diesen Wärmeplan gab, dass der auch recht ambitioniert tatsächlich auf Klimaneutralität ausgerichtet ist und auch auf frühzeitige Klimaneutralität und dass diese Fallstricke da weitgehend vermieden worden sind? Weil, also es gibt ja mehrere Großstädte, die große Fernwärmenetze haben, weitgehend fossil und die sehr große Probleme haben. Ich lebe in einer solchen Stadt mit der Dekarbonisierung der Fernwärme. Wie hat das in Rostock dann funktioniert? Ja, es gab da mehrere Anlässe für. Tatsächlich ist ein Anlass die Fridays for Future Demonstration, sozusagen zu sagen, ihr müsst da endlich vorangehen, ihr müsst da klare Konzepte vorlegen. Dann gab es eine Förderung, wir haben Leute eingestellt in so einer Klimaschutzleitstelle, die haben uns das ermöglicht, mit ihrem Fachwissen diesen ganzen Prozess voranzutreiben, denn in der Regel ist die Verwaltung genug mit den bisherigen Aufgaben sozusagen beschäftigt. Also man braucht in der Regel auch Leute, die sich dieses Themas annehmen. Und es gibt ein Problem, da weiß ich nicht, ob das typisch für Rostock ist. Wir haben ja die Stadtwerke und wir haben ein riesenwichtiges kommunales Wohnungsbauunternehmen. Eigentlich ein Glücksfall für die Wärmewende. Aber wir haben innerhalb des Wohnungsbauunternehmens Leute sitzen, die sagen, wir wollen nicht an die Fernwärme. Sehen wir gar nicht ein, dass die Gewinne bei den Stadtwerken ausgewiesen werden. Die hätten wir lieber bei uns. Und wir machen lieber andere innovative Projekte. Also es gibt ständig Streit über die Frage, wird das bestehende Fernwärmenetz bei irgendwelchen Projekten genutzt oder nicht? Und deswegen bestand die Möglichkeit oder der Versuch, da einmal eine klare Linie reinzubringen und zu sagen, Fernwärme ist für uns das Rückgrat der Energiewende und der Wärmewende in Rostock. Folgerichtig beschließen wir das als Bürgerschaft innerhalb dieses Wärmeplans. Und dann gilt das natürlich auch für dieses wichtige Rostocker Wohnungsbauunternehmen, das klar ist, es gibt nicht nur einen Anschluss- und Benutzungszwang, sondern es gibt einen klaren politischen Willen, dass die Fernwärme nach vorne kommt. Ja, das führt auch zu einer Frage, die im Frage und Antwort gestellt wurde, und zwar, ob die Erklärung zu Ausweisung zu einer bestimmten Art von Gebiet, so verstehe ich die Frage, mit einer Anschlusspflicht an die Fernwärme verbunden werden kann. Das ja. ist da offensichtlich der Fall. Bei uns ist das sogar in der Landesverfassung festgelegt, dass diese Möglichkeit zum Anschluss- und Benutzungszwang existiert. Das muss nicht nur Fernwärme sein, das kann auch Abwasseranlagen sein und so weiter. Trifft aber bei uns auf die Fernwärme zu, ist selbstverständlich immer wieder umstritten, gerade von den Immobilienlobbyisten, die eben sagen, also das sehen wir gar nicht ein, da wollen wir die freie Entscheidung haben. Das Problem ist, dass wenn ich eine hohe Konzentration an Wärmebedarf habe, dann lohnt es sich unter Umständen, selber die Wärme herzustellen. Aber dann mache ich Löcher in den Käse und das heißt, für den Rest wird die Fernwärme dann vergleichsweise teuer. Und deswegen muss man da eine Richtungsentscheidung innerhalb eines solchen Konzeptes bringen, dass man sagt, wenn ich Fernwärme will, dann müssen alle in dieser Straße an diese Fernwärme ran und ich muss dann da gute Übergangsmöglichkeiten schaffen. Das heißt, wenn Heizungen kaputt gehen, dann sollen die Leute nicht sich sofort wieder eine Gasheizung einbauen, sondern sie kriegen dann eine Gasheizung von den Stadtwerken gestellt, bis zu dem Zeitpunkt, wo in 2, 3 Jahren
dann die Fernwärme bis dorthin kommt, sodass wir da faire Übergänge sozusagen hinbekommen. Wir hatten jetzt auch das große Glück, dass in der Zeit der Energiekrise ja Gas und Fernwärme gefördert wurde. Und da die Förderung so lief, dass es ein klarer Vorteil für die Fernwärme war. 9,5 Cent gegen, ich glaube, 12 Cent bis darauf runter wurde sozusagen Erdgas gefördert. Das hat sich jetzt in der Realität wieder ein bisschen umgekehrt. Jetzt ist wieder die Fernwärme relativ teuer, das Gas wieder billiger. Folgerichtig deutlich schwerer, die Leute zu motivieren, sich an die Fernwärme ranzuhängen. Und allerletzter Punkt, wir hatten in Rostock schon immer ein starkes Fernwärmenetz. Das ist eine Eigenschaft im Osten sozusagen auch gewesen, sodass hier 60% der Wohnungen heute schon an der Fernwärme sind. Und wir jetzt eigentlich nur noch über die 40% reden, wie wir das machen können. Und zum Vergleich, wir haben etwa 700 Millionen Kilowattstunden Fernwärmeverkauf der Stadtwerke und etwa 700 Millionen Kilowattstunden Erdgasverbrauch. Also wir haben doch noch eine ganze Menge vor uns. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne die beiden anderen KommunalvertreterInnen in diesen interkommunalen Austausch einbeziehen. Also Anselm Laube erstmal mit der Frage, in Baden-Württemberg gibt es ja schon ein bisschen länger eine Wärmeplanung. Wie bringt denn eigentlich die Wärmeplanung, also die Tatsache, dass man eine machen muss, wie bringt das Kommunen voran? Man kann da ja vielleicht an Baden-Württemberg schon ein bisschen so ein Erfolgsmodell ablesen, also was da hilfreich ist und was könnten denn Kommunen woanders in der Bundesrepublik davon lernen? Ja, jetzt mal abgesehen von Schleswig-Holstein, die auch frühzeitig losgelaufen sind, waren wir in Baden-Württemberg ja die Ersten, die das bundesweit gemacht haben. Und wir haben schon eine ganze Menge Reibungswärme produziert bei diesem Prozess. Also ganz viel, ja, wie geht das denn eigentlich auf unserer Seite? Ja, wie geht das denn eigentlich auf einer kommunalen Seite? Und das war das Bitterste bei den Planungsbüros genauso. Das heißt, diesen Stand, den wir jetzt hier erreicht haben, der natürlich viel mit Erfahrungswerten von den einzelnen Akteuren zu tun haben, die ja auch in diesen Bundesgesetzgebungsprozess eingeflossen sind, der ist, glaube ich, zum einen eine sehr schöne Startrampe für Neues. Also ich muss jetzt nicht mehr bei Null anfangen, sondern wir können viel lernen. Und ich glaube, auch von der Priorisierung her haben wir zwei wichtige Punkte gelernt in diesem Prozess. Zum einen, die kommunale Wärmeplanung ist nicht die eierlegende Wollmilchsau. Wenn wir in Fachkreisen in den letzten Monaten, vielleicht auch in den letzten Jahren, rumgeschaut hat, dann hieß es immer, ja, kommunale Wärmeplanung und dann läuft's. So haben wir das auch gegenüber der Bürgerschaft kommuniziert. Und dann haben alle gedacht, ja prima, dann weiß ich ja, sobald die kommunale Wärmeplanung fertig ist, wann mein Haus Fernwärme kriegt. Nee, ist nicht. Also ich glaube, da nochmal ganz klar zu machen, sich selbst klar zu machen, die kommunale Wärmeplanung ist ein ganz wichtiges, zentrales Instrument, aber es ist ein Strategieinstrument. Und das auch vielleicht zu der Frage, die wir ganz zu Beginn mal hatten, was mache ich denn, wenn ich die kommunale Wärmeplanung vielleicht gerade noch nicht machen kann oder will, weil ich auf Förderung warte? Ja, dann kann ja die konkreten, die No Regrets, wurde es ja eben schon genannt, das kann ich ja parallel schon mal machen. Also quasi diese Lektion 1 ist wunderbares Strategieinstrument, auf jeden Fall machen, aber parallel nicht die Umsetzung aus dem Blick verlieren, weil es gibt einfach viele Sachen, die kann ich parallel schon machen. Und vor allem auch nicht den Fehler machen zu kommunizieren, dass wir hinterher für die Bürgerschaft schon wirklich was Konkretes haben. Und der zweite Punkt, der mir sehr wichtig ist, dass es die Akteure sehr früh mitdenken. Das haben wir im Leitfaden ja auch. Ihr habt ein eigenes Kapitel dafür aufgeschrieben, wer das alles ist. Und vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehend. Viele Akteure muss ich erst erfinden. Und bitte nutzt doch den Prozess der Wärmeplanung, die Akteure auch direkt schon zu erfinden, sei es ein Eigenbetrieb, eine kommunale Struktur, eine Genossenschaft zu gründen oder mir einen Partner in die Kommune reinzuholen. Aber ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, die großen Energieversorger, die werden vielleicht in mein kleines Dorf nicht kommen, also muss ich mich selber darum kümmern. Also Akteure bitte von Anfang an mitdenken. Ja, danke schön. Jetzt auch die Frage an Emöke Kovac. Ihr seid ja da in Hürup so ein Akteur, der sich praktisch selber erfunden hat. Was hilft denn die Wärmeplanung? Also was hilft die gegenwärtige Gesetzeslage? Hilft es überhaupt? Was war der Ausgangspunkt für die Boben-Ob-Nahwärme? Und was sind so die Gelingensbedingungen?
aus seiner Sicht? Also bei uns war der Ausgangspunkt, könnte man auch an einer von euren Folien festmachen, nämlich an der mit der Wertschöpfung, dass wir uns immer geärgert haben, dass wir Jahr für Jahr total viel Geld für Öl und Gas ausgeben in Länder, die einfach jetzt auch unabhängig von ihrer politischen Stabilität oder Menschenrechtsgeschichten oder sonstigen einfach ja nicht unsere Region sind und wir einfach gefunden haben, wir möchten es gerne in einem regionalen Kreislauf halten. Und das war eigentlich für uns wirklich die Ausgangslage, dass wir gesagt haben, das ärgert uns, das wollen wir gerne anders haben und natürlich auch Klimaschutz, absolut, aber wir hatten so ein bisschen vermutet, dass es in unserem Dorf eher jemanden motiviert, dieser Wirtschaftskreislauf, als ja, es ist eben ein Speckgürteldorf, es ist ein Autofahrerdorf, es ist ein, ja, es ist nicht unbedingt das Fridays for Future Dorf, Johann Georg, so ist es eher nicht so gewesen. Und insofern hatten wir gedacht, dass, oder hatten auch vom Gefühl her diesen Kreislauf eben so als Motivation. In Schleswig-Holstein ist es so, dass ja die kleineren Kommunen noch keine Wärmeplanung machen mussten. Mal schauen, wie es jetzt ist, wenn das nachher umgesetzt wird, die Bundesgesetzgebung. Wir haben uns jedenfalls damit auch nicht befasst für unsere Kommune. Wir sind zu klein, wir sind nach der Fusion 2400 Leute und waren davor eben noch kleiner. Wir haben schon recht früh angefangen mit Quartierskonzepten. Das hat sich so ergeben aus Gesprächen, die wir geführt haben, weil wir eben gerne diese Wärmeversorgung machen wollten. Da wurde uns eben von allen Seiten geraten, macht Quartierskonzepte. Auch davon waren wir nicht immer begeistert, muss ich dazu sagen. Auch das fanden wir oft einfach einen großen Papierkrieg. Es hat am Ende zu Dingen geführt, wie das, was wir jetzt hier haben, ein Sanierungsmanagement, wo eben Menschen auch am Abend mal reinkommen können und Fragen stellen. Und ich glaube, das ist wirklich was ganz Wichtiges, was bei uns viel gebracht hat, dass wir eben Kapazität haben, Leute zu beraten und vor Ort ansprechbar zu sein, weil es ist einfach ein großes Vertrauensthema, diese Wärmeversorgung. Und das ist wirklich was ganz Wichtiges für uns. Aber tatsächlich sind wir in diesem Planungsprozess noch überhaupt nicht drin. Wir haben auch von unserem regionalen Klimaschutzmanagement bisher noch gespiegelt bekommen, ihr seid ja so weit mit euren Quartierskonzepten, ihr braucht das gar nicht. Ob das jetzt nachher so ist durch das neue Gesetz, das weiß ich gar nicht. Also kann sich vielleicht auch nochmal ändern. Aber bisher wurde uns gesagt, das braucht ihr gar nicht. Und insofern haben wir uns auch noch nicht darum besonders gekümmert. Wir haben eben die Quartierskonzepte, die ja so ein bisschen in die Richtung gehen. Die haben ja ähnliche Aspekte. Also wenn ich mir das anschaue, da sind schon sehr viele Inhalte, erstmal zu gucken, welchen Wärmebedarf hat man und so weiter. Und was ist denn das Zielszenario, Zielfoto? Das ist ja schon ähnlich. Also ich glaube, da kann man zumindest viel nutzen. Aber ansonsten bin ich da leider blank. Da kann ich jetzt nicht sagen, da bin ich fortgeschritten. Ja, also ihr braucht es nicht, aber ihr macht es. Das ist ja eigentlich das Entscheidende. Was war denn so es gibt ja die Absicht, eine Nahwärmeversorgung da zu errichten. Was war denn so der, also das war schon der wirtschaftliche Hintergrund. Was ist denn so von der Kommune? Wie ist das Verhältnis zur Kommune? Macht die Kommune da mit? Macht die dir das Leben leichter oder ist es auch eher eine etwas schwierigere Kommunikation? Nee, das ist teilweise ja auch in Personalunion gewesen. Also wir waren, ich glaube, als wir die Genossenschaft gegründet haben, war ungefähr die Hälfte von uns auch Mitglied im Gemeinderat. Also es war schon irgendwie alles so ein bisschen ähnlich. Gleichzeitig haben wir aber auch immer wieder von der Verwaltung respektive der Kommunalaufsicht schon auch auf die Finger bekommen, dass wir uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen dürfen. Also mein Favorit wäre gewesen, Gemeindewerke zu gründen. Da hat die Kommunalaufsicht gleich gesagt, so haben wir nicht, geht nicht, da seid ihr zu klein und zu klamm, das geht nicht. Daher eben Genossenschaft. Und dann haben die aber schon kooperiert. Klar, wir haben eine Konzession für die ganzen Wärmenetze, also sowas haben wir alles und die kommunalen Liegenschaften werden mitversorgt und es wird auf jeden Fall, finde ich, gut unterstützt in der Kommunikation. Trotzdem waren wir als Gemeindevertretung oft nicht so mutig wie ihr in Rostock, dass wir einen Anschluss- und Benutzungszwang für Neubaugebiete teilweise nicht gemacht haben. Also wir haben ein Neubaugebiet bisher mit Anschluss- und Benutzungszwang und die anderen haben keinen AMP-Zwang, weil sich da eben nicht getraut wurde, sich schon so weit aus dem Fenster zu lehnen. Insofern hätte man sicher auch mehr machen können, aber trotzdem ist die Stimmung positiv und unterstützend.
Ja, vielen Dank. Ich kann nur noch mal ans Publikum appellieren, sich gerne zu beteiligen. Trauen Sie sich ruhig. Heute ist die Gelegenheit da, Leute aus der Praxis direkt zu fragen nach ihren Erfahrungen. Also melden Sie sich gerne oder schreiben Sie noch weitere Fragen in den Chat. Ich würde ganz gerne diese Frage nach dem Anschluss- und Benutzungszwang nochmal an Anselm Laube spielen. Also in Baden-Württemberg ist es ja teilweise gar nicht so populär, auch nicht unter Energieagenturen und Stadtwerken beziehungsweise neuen Wärmenetzgesellschaften, oder? Wie handhabt ihr das normalerweise? Ja, wir haben zwar einige dieser großen, also historisch gewachsenen Fernwärmegebiete, da sieht die Situation ein bisschen anders aus, da haben wir einfach eine sehr hohe Anschlussdichte, die dann fast an die Rostocker Verhältnisse rankommt. Aber was wir ja ganz viel im Land haben, sind kleine Initiativen in Klein- und Mittelstädten, die das historisch gesehen gar nicht kennen und der schwäbische oder auch badische, aber der hier vorherrschende Ansatz, der ist ganz klar, das ist mein Haus, meine Heizung und da darf ich auch als Kommune nicht reinregieren. Ich glaube, wir befinden uns da aber in einem Transformationsprozess, dass in dem Moment, wo wir Wärmeversorgung als Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge akzeptieren, und das ist, glaube ich, was wir in den letzten Jahren politisch sehr intensiv diskutiert haben, dann kommen die Punkte zum Tragen, die Johann Georg vorhin angesprochen hat, nämlich wir dürfen uns die Löcher im Käse nicht erlauben, weil sonst wird es nachher für alle teurer. Also ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich mich als Kommune bereit erkläre, in ein Wärmenetz zu investieren oder auch als Genossenschaft, dann sollte ein Anschluss- und Benutzungszwang zumindest in Erwägung gezogen werden. Wenn ich ihn nicht möchte, dann muss ich eben bereit sein, dass volkswirtschaftlichen Gesamtkosten höher sind. Ich habe jetzt einige Fragen hier im Frage- und Antwort-Tool, die ich ganz gerne ans Podium weitergeben würde. Und zwar einmal die direkte Frage an Anselm Laube nochmal zu dem Thema No-Regret-Maßnahmen. Was könnte das denn zum Beispiel sein? Einfach ein Beispiel, was man sich darunter vorstellen könnte. Ganz typisch sind das die kommunalen Gebäude. Da würde mich auch von Emeke interessieren, also ist das bei euch auch so? Seid ihr auch mit denen gedanklich losgelaufen? Alternativ ist es häufig so was, wenn ich eine Abwärmequelle habe, zum Beispiel ein lebensmittelverarbeitender Betrieb oder wir haben auch einen konkreten Fall gerade mit einer großen Kläranlage, die in der Nähe ist. Wenn ich also so Punkte habe, wo ich weiß, ah ja, da habe ich tolle Wärmequellen und kann damit ein Dorf versorgen oder ich habe eine sehr hohe Wärmeabnahmedichte, das sind ja immer die beiden Punkte, die da miteinander verknüpft sind, dann kann ich an den Stellen schon mal loslaufen und das konkret prüfen lassen. Und vielleicht wäre das auch so ein bisschen die Brücke in die kleinen Kommunen, dass wir sagen, wir betrachten im Grunde genommen eine Wärmeplanung für kleine Kommunen. Das Bundesgesetz sieht da ja auch vor, dass für kleine Kommunen Sonderregelungen getroffen werden. Wir betrachten im Grunde genommen eine Wärmeplanung für kleine Kommunen nur als ein bisschen größere Wärmenetzplanung. Ich habe hier zwei Fragen, die würde ich gerne zusammenfassen. Und zwar ist einmal eine Frage danach, wenn man jetzt nicht Wasserstoff einsetzen will, ob dann nicht im Wesentlichen doch Wärmepumpen die Lösung sind. Das war jetzt auch eine Frage direkt auch an Julika, aber vielleicht auch an die anderen. Und ich glaube, Johann Georg hatte noch einen Einwurf zu diesem Thema. Regret-Maßnahmen hätte ich. Ja, okay. Dann jetzt gleich am besten. Ja. Um einfach konkret zu machen. Wir wussten zum Beispiel, wir haben ja ein Fernwärmenetz, wir haben ja die Absätze, habe ich ja vorhin erzählt. Also macht sich ein Speicher da auf jeden Fall sinnvoll. Also haben wir einen 45 Millionen Liter Wasserspeicher sozusagen gebaut. Dann haben wir klar erkannt, wir haben hier Abregelung von Solar- und Windstrom in Mecklenburg-Vorpommern in Größenordnung. Wir reden da über 300 Millionen Kilowattstunden pro Jahr momentan. Also war klar, Power-to-Heat-Anlage gemeinsam mit 50 Hertz gebaut, eine 20 MW-Anlage. Wir bauen jetzt einen Batteriespeicher noch, weil das wichtig ist für die Kraft-Wärme-Kopplungsanlage im Zusammenspiel mit der ganzen Wärmeversorgung und der Power-to-Heat-Anlage plus unser Kraftwerk sozusagen besser fahren zu können.
Dann waren so die Ideen die Wärmequelle. Das hatte Anselm ja auch gesagt. Wir haben so einen großen Düngemittelhersteller vor der Stadt, wo wir gigantische Wärmemengen haben. Aber als wir dann angefangen, das ist nämlich auch interessant für so ein Wärmekonzept, als wir dann angefangen haben zu sagen, ah, das sind ja die Wahnsinnstemperaturen und große Mengen und auf den zugegangen sind, hat der gesagt, super Idee, Leute. Ich mache da gleich selber Strom draus. Und dann war das wieder geschlossen sozusagen. Also kein Plan wird am Ende so umgesetzt, wie man ihm schreibt, schon gar nicht auf eine Perspektive von 20 Jahren. Und deswegen sind eben diese Ideen, lass uns die Fernwärme ausbauen, da haben wir ein starkes Netz, das müssen wir nur stärken. Und wie können wir sozusagen volatile, erneuerbare Energien gut einbauen, ist auf jeden Fall richtig. Und dann sind wir jetzt noch bei Speichern. Wir planen jetzt einen ganz großen Speicher, so einen Saisonalspeicher, der erste, der etwa die 11-fache Größe haben soll unseres gewaltigen Fernwärmespeichers. Und da ist klar, der erste Speicher ist richtig wirtschaftlich, der zweite schon ein bisschen weniger, der dritte noch weniger und so weiter. Also ist der erste auf jeden Fall no regret. Die nächsten müssen wir dann gucken, ob sich das im Verlauf des Projektes dann wirklich noch rechnet oder nicht. Und ich würde auch wirklich auf die Kosten gucken. Die niedrigen Früchte erntet man zuerst. Und man macht nicht die ganz komplizierten Einfamilienhäuser am Ende irgendeiner Straße. Sollen die auf jeden Fall Wärmepumpen machen? Da müssen wir nicht sofort mit der Fernwärme ran. Das ist ein längeres Projekt. Es gab hier noch eine Nachfrage direkt an dich auch. Welche erneuerbare Energien hat man denn jetzt schon im Rostocker Fernwärmenetz und was sind die Perspektiven da und hat die Erdwärme ein Potenzial? Wir haben tatsächlich Geothermie untersucht. Im Moment eignet sich das eher für kalte Nahwärme. Da sind wir so im Bereich 55 Grad. Das scheint so eine Standardtemperatur zu sein, weil auch die Elektrolyseure, die geplant werden in Rostock, hätten auch 55 Grad. Und unser Fernwärmenetz, habt ihr ja richtig dargestellt, ist ja im Bereich 90 Grad aufwärts. Also muss man da eine Wärmepumpe dazwischen hängen. Und wir überlegen jetzt, Großwärmepumpe, die erste, die wir bauen werden, wird im Abwasserstrom sein, an der Kläranlage. Das Projekt ist auch relativ weit. Und die nächsten überlegen wir dann, entweder die Abwärme eines geplanten großen Rechenzentrums zu nutzen, der Elektrolyseure. Und wenn es schlecht läuft, dann halten wir die Wärmepumpe quasi in die Warnow rein. Das ist der Fluss, der durch Rostock fließt. Das sind zum Beispiel sehr gute Voraussetzungen, wenn man so ein Fließgewässer sozusagen hat. Das ist schon relativ ideal. Aber wir sind da auch wirklich gespannt auf die Entwicklung dieser Großwärmepumpen. Bis zu welcher Gradzahl die kommen, mit welchem energetischen Aufwand und ob die am Ende wirklich besser als die Power-to-Heat-Anlage ist. Das wird nämlich immer schwieriger, je höher die Temperatur wird, ne? Also wenn ich das Ganze auf 30 Grad, 35 Grad heben will, dann bin ich bei diesen Kennzahlen 1:4. Aber wenn ich auf 90 Grad gehen will, dann wird es richtig spannend. Wir bleiben noch kurz in Rostock. Es gibt ja eine Frage nach Anschluss- und Benutzungszwang. So ganz verstehe ich jetzt nicht die Frage. Also die Frage ist, ob Wärmepumpen durch den Anschluss- und Benutzungszwang verhindert werden. Oder ob der Anschluss- und Benutzungszwang durch Wärmepumpen verhindert wird. Ja, ich verstehe die Frage sehr gut, weil wir gerade jetzt unsere Satzung ändern und wir passen sie auch jetzt den neuen gesetzlichen Grundlagen an. Und da fällt uns wirklich auf die Füße die eingebrachte Technologieoffenheit, wo plötzlich Fernwärme gegen Wärmepumpe steht. Das ist für uns ganz, ganz ungünstig. Und da wird dann plötzlich wichtig, wie ich die Fernwärme bewerte. Ob ich sozusagen ihr Potenzial sehe, was wirklich genial ist und dringend erforderlich für die Energiewende mit diesen volatilen Energien im Hintergrund, oder ob ich von der Realität ausgehe. Da sind es nämlich Erdgas und Kohle, die da momentan einspeisen. Und dann rechnet sich die Wärmepumpe mit Ökostrom super, die geht da sozusagen durch die Decke. Folgerichtig bohrt es uns überall die Löcher ins Fernwärmenetz. Und das ist tatsächlich eine Verschlechterung, die es im Moment gegeben hat. Das führt übrigens, haben viele auch nicht so richtig im Blick. Ihr habt es in eurer Broschüre im Blick, das ist diese KfW-Fördermittel für die Sanierung von Gebäuden. Da kriege ich mehr Fördermittel, wenn ich mehr erneuerbare Energien einsetze. Ich habe die absurde Geschichte in Bützow, die haben ein kleines Nahwärmenetz. Die wissen natürlich nicht, wohin mit der Wärme im Sommer. Und im Winter ist sozusagen das Problem. Und jetzt baut aber das Wohnungsbauunternehmen, saniert die Wohnung und schaltet um auf Elektrodurchlauferhitzer, weil sie dann Ökostrom für nutzen können, obwohl sie ja im Sommer gerade
die Wärme für fast umsonst bekommen könnten, weil die dann Abfallprodukt ist. Und da müssen wir Klärung reinbringen, dass die Fernwärme noch viel stärker in allen gesetzlichen Grundlagen als das, also im Grunde genommen, als das, das mit Zukunftspotenzial gesehen wird. Warum bin ich da so ein bisschen verhalten bei der Wärmepumpe? Das liegt daran, dass Wärmepumpen natürlicherweise die Tendenz haben, alle gleichzeitig anzuspringen, wenn es richtig kalt ist. Und dann gehen unsere Stromnetze in die Knie. Und das können wir nur puffern durch Wärmenetze, durch Fernwärmenetze. Das ist der riesengroße Vorteil im Zusammenspiel mit der Stromenergiewende. Ja, vielen Dank. Die anderen haben sicherlich auch noch Beispiele dazu beizutragen, zu den Vorteilen der Wärmenetze. Es ist ja so ein bisschen eigentlich gegen die im Moment bestehenden Annahmen, wie sich der Wärmebereich entwickelt, wie sich der Wärmesektor entwickelt bis 2045. Da spielen ja Wärmenetze eigentlich in allen Szenarien ungefähr eine Rolle von 22%. Wie ist die Rolle der Wärmepumpe einzuschätzen in Zukunft und wie kann man sozusagen verhindern, dass Wärmepumpen irgendwo eingebaut werden, wo sich auch Fernwärmenetze sehr gut lohnen würden? Habt ihr noch Beiträge? Anselm nickt. Ja, ich glaube, das entscheidend, wir haben ja schon an manchen Stellen jetzt angesprochen, wir haben uns ein bisschen verrannt in der bundespolitischen Diskussion im letzten Jahr in dieser Technologieoffenheit. Wir brauchen diese Technologieoffenheit gar nicht, sondern wir brauchen eine Technologieklarheit. Also die, und genau das ist das Ergebnis der Wärmeplanung, die Gebiete, in denen eine zentrale Versorgung kommt und die Gebiete, in denen die ganzen Argumente, die wir gerade in puncto Fernwärme ausgetauscht haben, in denen die alle nicht zählen, weil schlicht niemand dort ein Netz bauen kann. So viele Tiefbauer haben wir gar nicht. Genau diese klare Aufteilung brauchen wir. Und das ist jetzt mein Wunsch in Richtung Bundesregierung. Das sollte sich eben auch in der Bundesförderung für effiziente Gebäude niederschlagen. Weil wenn ich eine Wärmepumpe in einem Fernwärmegebiet gefördert bekomme, dann ist sie konkurrenzfähig. Und ich glaube, davon müssen wir weg. Einfach viel stärker in der Technologieklarheit gehen. Ich denke, das ist aber ein Entwicklungsprozess, den wir jetzt einfach iterativ gehen müssen. Je mehr Wärme wir verstehen als Gesellschaft, umso eher nähern wir uns auch diesen Lösungen. Ja, danke. Emöke Kovac, hast du auch noch einen Beitrag zum Thema Wärmepumpe? Habt ihr auch das Problem, dass Eigentümer sich Wärmepumpen kaufen, obwohl sie sich auch an die Nahwärme anschließen könnten und dadurch ihr schlechtere Anschlusszahlen habt? Und was versucht ihr dagegen zu tun? Naja, Problem. Also wir hatten das im Neubaugebiet. Da war es tatsächlich ein bisschen ärgerlich, wenn man eine neue Leitung verlegt. Wir sind ansonsten wirklich in einem Altbaubestand. Wir haben hier hübsch verklinkerte Reetdachhäuser. Ich glaube, da ist erst seit ganz kurzem überhaupt das Bewusstsein dafür da, dass überhaupt eine Wärmepumpe das überhaupt versorgen könnte. Und auch, ich bin immer noch auch skeptisch, ob das wirklich im Altbau so funktioniert, obwohl sich da viel getan hat. Aber eigentlich haben wir das Problem nicht so sehr. Nee. Ja, das Problem haben wir eigentlich nicht so sehr. Ich habe da noch eine konkrete Frage an die Planung von Boben Ob. Zwar die Frage, ob die Optionen zu einem warmen und zu einem kalten Netz wirtschaftlich gegenübergestellt wurden und da eine Abwägung getroffen wurde. Der Fragesteller meint, dass die kalte Nahwärme noch klimaschützender gewesen wäre hat da besonders auch die Vorteile im Blick, die darin bestehen, dass man im Sommer mit einem kalten Netz ja auch kühlen kann. Die Nachteile der Fernwärme, dass man dort eben Wärmeverluste hat. Also habt ihr das abgewogen? Spielte das eine Rolle? Spielte keine große Rolle. Also wie gesagt, haben wir eben... ich finde kalte Nahwärme, glaube ich, in manchen Fällen schon sinnvoll, aber in unserem Altbaubestand eher nicht. Also ich habe vor allem den Punkt, dass man ja, der Tiefbau ist immer gleich teuer und das ist ja das Teure daran, der Tiefbau. Und das ist gleich, ob ich jetzt kaltes oder warmes Wasser da durchschicke. Und dann habe ich immer noch die Wärmepumpe pro Wohneinheit oder was auch immer, wo ich die dann hinpacke. Das ist also insofern vom Wirtschaftlichen für den Betreiber, glaube ich, nicht sinnvoll, weil wir eben
aus dem Nichts dieses Wärmenetz bauen mussten, den Punkt, die Umgebung aufwärmen mit Wärmeverlusten, sehe ich nicht gegeben, ehrlich gesagt, weil die Leitungen sind gut isoliert und liegen in der Erde. Das wüsste ich jetzt nicht, was das an sehr großen Effekten hat. Der Punkt es geht um die Wärmeverluste, die hat man ja trotzdem. Natürlich hat man die, aber also würde ich jetzt nicht als groß relevant so sehen, aber nein, es wurde nicht getan bei uns. Wir haben es nicht gemacht und wir haben aber insgesamt einfach das Gefühl, nein, wir möchten das auch so machen. Und das Thema Kühlen ist bei uns im Norden noch nicht ganz so groß, wird wahrscheinlich größer, ja, das stimmt. Und natürlich braucht man trotzdem einfach dann im Sommer trotzdem einfach Wärme für das Brauchwasser. Das wurde bei uns nicht getan. Könnte man natürlich auch dezentral dann bereitstellen. Johann Georg. Ja, ich wollte nur sagen, ich kenne Zahl aus dem Rostocker Fernwärmenetz, dass etwa 20% der Energie verloren geht auf dem Weg bis zu den Häusern. Also damit muss man rechnen, aber 80 kommen durch. Kalte Nahwärmenetze haben tatsächlich verschiedenste Vorteile. Ich kann unterschiedliche Wärmelieferanten besser eingliedern, denn je höher das Niveau ist, umso weniger können sozusagen mitspielen. Aber ich habe halt das Problem, dass ich dann größeren Wasserumsatz einfach brauche, um die gleiche Wärmemenge rüberzubringen. Ist ja logisch, ist ja nicht so heiß das Ganze. Und ich verliere dann irgendwann natürlich auch Strommengen durch die stärker laufenden Pumpen. Also das ist so ein bisschen die Abwägung. Verluste kann ich nicht ganz vermeiden, das ist völlig klar. Vielleicht noch eine Einschätzung von Anselm Laube aus so einer etwas übergeordneten Sicht zum Thema kalte Nahwärme. Ist das in Baden-Württemberg auch verbreitet und wird sehr stark diskutiert als Alternative zur warmen Wärme? Es wird in Neubaugebieten tatsächlich diskutiert. Es gibt einige Büros, die das auch häufiger mal forcieren. Wir stehen dem Thema grundsätzlich sehr skeptisch gegenüber, liegt aber auch einfach an unserem Fokus auf Bestandsgebiete. Neubaugebiete spielen aus unserer Betrachtung für die Energiewende oder die Wärmewende keine große Rolle. Wir sehen genau die vorhin besprochenen Aspekte der Fernwärme, nämlich die Sektorkopplung. Ich kann also mit dem großen Wärmespeicher, den die Stadtwerke Rostock gebaut haben, da kann ich wirklich Strom, wenn er da ist, nutzen. Ja, und wenn wir den Strom halt nicht haben, dann schalte ich die Wärmepumpe oder den Heizstab aus. Und genau das ist der Effekt, für den wir Wärmenetze brauchen. All diese Möglichkeiten, die bieten mir kleine Nahwärmenetze nicht, weil ich kalte Nahwärmenetze nicht, weil ich im Grunde genommen das gleiche schlechte das schlechte Leistungsverhalten von anderen Wärmepumpen auch habe. Nämlich wenn es kalt ist, dann geht der Stromverbrauch hoch. Das heißt, da sehen wir einen klaren Fokus, was ein Punkt ist, den wir jetzt in Rostock noch nicht gehört haben, und da empfehle ich auch wieder einen Blick in den Leitfaden, nämlich für das Wärmenetz in Steinheim. Die Motivation, die sich bei uns bei neuen Netzen viel besser realisieren lässt als in einem gewachsenen Netz wie in Rostock, die Motivation, die Temperaturen in dem Wärmenetz so weit wie möglich zu drücken, denn jedes Grad, was ich beim Kunden nicht liefern muss, das bringt mir von meinen erneuerbaren Erzeuger wie Solarthermie oder wie Wärmepumpen eben doch einen erheblichen Effizienzgewinn. Also bitte möglichst kalte, heiße Wärmenetze. Gut, ich habe hier noch eine Frage, die hoch bewertet wurde im Frage- und Antwort-Tool, und zwar an Johann Georg zum Thema zum Verhältnis von Bürgerenergiegenossenschaften und den Stadtwerken. Also die Frage war, ob die Stadtwerke denn Bürgerenergiegenossenschaften unterstützen könnten und nicht etwa nur als Wettbewerber sehen. Gibt es da eine Möglichkeit der Kooperation? Wird sowas diskutiert? Also es hält sich in Grenzen mit diesen Kooperationen. Ich selber werbe dafür, gerade im Bereich der Photovoltaikanlagen auf den Hausdächern, auf großen Industriedächern ließen sich gut Bürgerenergiegenossenschaften machen. Es gibt da vorbildliche Unternehmen wie die WEMAG, das ist ein Flächenstromversorger, der so ein richtiges eigenes Unternehmen für Bürgerenergiegenossenschaften gegründet hat, also selber eine Bürgerenergiegenossenschaften sozusagen führt, wo man dann auch die Sicherheit hat, dass diese Bürgerenergiegenossenschaft auch noch in 5 oder 10 Jahren existiert. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir hatten 2014 in Feldberg in der Mecklenburger Seenplatte, ist uns ein Nahwärmenetzbetreiber pleite gegangen. Und dann kam der Insolvenzverwalter und die Leute, das war im Februar,
waren sich nicht sicher, ob ihre Heizungen nicht auf den Tag drauf sozusagen abgeschaltet werden. Und die Kommune hat große Probleme gehabt, da einfach nur ein Öl- oder Gaskessel daneben zu stellen. Es war ein Holzhackschnitzelwerk, um die Wärmeversorgung zu sichern. Deswegen würde ich da nochmal sehr darauf hinweisen, Wärmenetze müssen insolvenzsicher sein. Und das habe ich natürlich sehr gut bei irgendwelchen Stadtwerken und kommunalen Unternehmen. Aber sobald sie Bürgerenergiegenossenschaften sind, muss klar sein, was passiert, wenn da irgendwas wirtschaftlich schiefläuft und wie kommt die Kommune in die Vorhand, um immer die Notversorgung zu sichern. Weil, wenn das nicht passiert und solche Beispiele wie Feldberg sich häufen, gehen Leute nicht an eine zentrale Wärmeversorgung, weil das plötzlich Ängste auslöst. Und das muss immer klar sein im Projekt, was passiert, wenn der, der das Projekt sich super überlegt hat und richtig mit Engagement reingegangen ist, in die Insolvenz gehen sollte. Ja, ich habe hier zwei Fragen zum Thema Kommunikation und Motivation, die ich gerne hier so in der Runde teilen möchte und auch gerne mit allen hier. Und zwar geht es darum, dass einer schon vor langer Zeit gefragt hat, dass er oder sie als Verantwortlicher in einer Kleinstadt das Gefühl hat, bei den Verantwortlichen in der Kommune auf taube Ohren zu stoßen und dass da nicht sehr viel passiert. Was kann man in so einer Situation machen? Und vielleicht noch die zweite Frage zu dem Komplex gleich hinterher. Gibt es eine Vernetzung von Kommunen untereinander? Gibt es Austauschformate innerhalb oder unter den Bundesländern? Wie ist es da mit dem Informationsfluss bestellt? Wer möchte anfangen? Vielleicht die erste Frage zuerst. Ich würde einfach mal starten und ergänzt dann. Also zum einen möchte ich natürlich auf die hervorragenden Online-Kurse verweisen, die die Heinrich-Böll-Stiftung in den letzten Jahren, also namentlich Sabine, produziert hat. Also holt euch einfach die Infos schon mal dort. Zweiter Punkt, eine Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, je mehr wir die Leute schulen, umso besser sind wir miteinander, kommen wir miteinander ins Gespräch. Also wir gehen ganz häufig dann ein Dutzend Mal in eine Gemeinderatssitzung, immer mit einem kleinen Teilaspekt der Energiewende, und hinterher haben wir die Beteiligten geschult. Das geht mit der Verwaltung genauso. Und eine weitere ganz wichtige Empfehlung, das ist das Kompetenzzentrum Wärmewende, eine DENA-Ausgründung, also eine Ausgründung der Deutschen Energieagentur, die nicht nur quasi mit Informationen zur Wärmewende unterstützen sollen, sondern auch genau ein solches Netzwerk aufbauen möchten. Also ich glaube, das ist dann die richtige Adresse, die Kolleginnen und Kollegen in Halle. Noch zum Thema kommunale Vernetzung. Ich würde tatsächlich diese Broschüre auch ein Stück weit empfehlen. Die kann man bestellen bei der Heinrich-Böll-Stiftung, nehme ich an. Und da würde ich einfach in der Gemeindevertretung jedem einen in die Hand drücken und sagen, wollen wir uns nicht nochmal irgendjemand einladen, der uns noch ein bisschen was zu erzählt. Ich sage gleich noch was zu der Bestellmöglichkeit. Okay. Genau, Thema kommunale Vernetzung. Genau, wir hatten das Kompetenzzentrum schon angesprochen. Gibt es bei den Bundesländern sowas Ähnliches auf Bundesländerebene in Baden-Württemberg? Ich kann nur für Mecklenburg-Vorpommern sagen, wir haben ja eine LEKA, eine Landesenergie- und Klimaschutzagentur. Da können Kommunen anfragen. Und wir machen als Landesverband für erneuerbare Energien, da bin ich der Vorsitzende, eine Wärmewendetagung im Schweriner Schloss, also im Plenarsaal. Und wo wir halt alle Akteure zusammenholen wollen, um ein solches Vernetzungstreffen zu organisieren. Ja, ich nehme hier nochmal eine Frage tatsächlich aus dem Chat. Eine sehr praxisnahe Frage. Da fragt jemand, er möchte ein Haus bauen und was er machen soll. Die Wärmepumpe im Haus kommt gerade schlecht weg. Warum? Er schließt sich jetzt nicht so ohne weiteres, denn wenn man das Haus neu baut, sollte es eigentlich kein Problem sein. Deswegen, ja, vielleicht müsste der Fragesteller das nochmal ein bisschen konkretisieren, warum das nicht in Frage kommt. Genau. Beim Altbau, da muss man gucken, ob man da solche Vorlauftemperaturen erreicht, aber bei einem Neubau, wo ich Fußbodenheizung verlegen kann, sollte es null Problem sein. Würde ich auch so einschätzen. Gut, also wir nähern uns jetzt so langsam dem Ende dieser Veranstaltung und deswegen würde ich gerne auch alle, die hier auf dem Podium sind, nochmal einbeziehen, auch das IÖW,
nochmal mit der Frage, was sind denn eigentlich die Bündnispartner der Wärmewende? Also wir haben ja so ein bisschen nach dem Heizungsgesetz ist ja so ein gewisser Schock auf dem Thema. Und die Frage ist, also wer sind denn noch die Bündnispartner und wie kann man das erreichen, dass man wieder mehr Akzeptanz für das Thema in der Bevölkerung bekommt? Vielleicht möchtet ihr anfangen vom IEW? Tidian, du forschst ja zum Thema Akzeptanz. Ja, also was mir dazu direkt einfällt, ist, Bündnispartner sind eigentlich, wenn man sich wirklich mal die Vorteile anguckt, die die Wärmewende so bereithalten, wären eigentlich alle, die nicht unbedingt ein Interesse daran haben, ihre alten Geschäftsmodelle dabei laufen zu lassen. Und ich glaube, es ist eben total wichtig, diese Vorteile, die die Wärmewende für potenziell alle möglichen gesellschaftlichen Akteure bereithält, hervorzuheben und zu kommunizieren. Und ich fand das vorhin auch ganz spannend, dass nochmal diese Art des Empowerments von Anselm, du warst das, genannt wurde, ne? Sich selbst zu bilden. Also mehr über die Wärmewende herauszufinden, mehr darüber herauszufinden, was eigentlich hier passiert und was für ein gesellschaftlicher Wandel hier bevorsteht. Und ich glaube, wenn dieses Bewusstsein in breiter in die Gesellschaft eindringt, dann sind potenziell alle möglichen Akteure Bündnispartner. Und also das ist zumindest jetzt mal mein erster Gedanke dazu. Ja, danke. Julika, hast du Ergänzungen dazu? Ja, also ich finde genau, es sind eben sehr unterschiedliche Akteure, die man als Bündnispartner gewinnen kann und oft gibt es auch ungewöhnliche Konstellationen. Ich weiß, dass hier in Berlin schon ganz lange zum Beispiel Mietervereine und IHK Industrie, also Akteure sind, die sich in der Wärmewende durchaus engagiert haben, weil die eben sehen, dass es hier auch um Bezahlbarkeit von Energie in der Zukunft geht. Das heißt, manchmal muss man vielleicht das Thema Klimaschutz verlassen und eben andere Themen in den Vordergrund stellen, um dann auch andere Akteure für die Wärmewende mitzugewinnen und das ist, glaube ich, dann auch vielversprechend für viele Kommunen, solche Themen mit aufzunehmen. Wie ist das bei euch in Rostock, Johann Georg? Jetzt hier mal ein Beispiel. Und zwar hat man ja das Problem, dass man Gegner dieses Projektes hat. Das sind zum Beispiel diejenigen, die im Gasnetzbereich arbeiten, weil die sagen, wahrscheinlich wird das nicht mit Wasserstoff, die sehen das ja auch und haben einfach das Gefühl, sie werden da nicht mitgenommen. Und die Stadtwerke Rostock haben tatsächlich einen klugen Schachzug gemacht. Die haben die beiden Abteilungen Fernwärme und Gas zusammengelegt und haben einfach gesagt, ihr kümmert euch für die Versorgungssicherheit im Gasnetz, aber ihr seid am Zukunftsprojekt Fernwärme alle gemeinsam beteiligt. Finde ich ein super Beispiel. Ja, vielen Dank. Anselm, wie sieht das aus deiner Sicht aus? Ich kann nur einen weiteren Akteur mit beisteuern. Ich glaube, wir brauchen sie alle, aber auch hier eine kleine Anekdote. Ich habe vor wenigen Tagen mit einem großen Heizungsbauer bei uns im Landkreis telefoniert und er meint, er hat noch keinen einzigen Gaskessel verkauft dieses Jahr. Ich finde, das ist ein ziemlich guter Ausblick. Das stimmt. Also wenn man die an Bord hat, dann klappt das auch. Ja, Emilke Kovac, was sind deine Bündnispartner beziehungsweise dein Blick auf diese Frage? Also ich bin immer erstaunt von den Bündnispartnern im Ehrenamt, die wir haben. Also wir sind ja eine Genossenschaft und ich bin wirklich erstaunt, was für Schätze wir hier im Dorf haben an Menschen, die einfach ihre Kompetenz da reinschmeißen. Irgendwie Wirtschaftsprüfer, die sagen, ich bin zwar in Rente und könnte jetzt auch segeln, aber ich mache das gern für euch. Und davon bin ich wirklich tief beeindruckt und nach vielen Jahren immer noch, dass es so ist. Und das ist aber auch wieder nichts, was man so richtig kopieren kann. Wobei vielleicht auch doch, vielleicht wenn man es erstmal rausgefunden hat, vielleicht dann auch doch. Es kann ja nicht sein, dass alle jetzt in Hürup sitzen und darauf gewartet haben. Also vielleicht sind die auch überall. So. Aber ansonsten haben wir hier durch die dörfliche Struktur tatsächlich wenig Bündnispartner. Wenn wir in Flensburg uns umgeschaut haben mit Klimaschutzkonzepten, da war mal viel mehr mit Wohnungswirtschaft oder auch teilweise Industrieunternehmen, wo man nicht gedacht hat, dass sie auf einer Seite sind. Aber wir sind hier ja nur zum Wohnen. Hier sind ganz wenig Leute, die was anderes machen als nur wohnen. Und da ist es vielleicht auch nochmal so, ich finde das total schön, dass ihr findet, dass jeder sich darüber schlau machen kann. Aber andersrum ist eben diese Wärmeversorgung doch auch nur irgendeine Dienstleistung. Und ich habe jetzt den Eindruck gewonnen in den letzten 2 Jahren, dass eben
sehr viele Menschen das auch einfach nur als Dienstleistung haben möchten und sich eben nicht ganz tief reinfuchsen möchten. Und die möchten einfach wohin gehen und sagen, hier, mach mir bitte mein Haus warm, aber ich will gar nicht alles davon verstehen, weil ich mein Auto ja auch nur zum Mechaniker gebe. Und insofern gibt es bestimmt einige, die sich weiterbilden und weiterforschen und auch ganz interessiert sind, aber es gibt eben auch ganz viele, die es einfach nur kaufen wollen. So. Und da muss man dem auch Rechnung tragen, finde ich. Und es muss auch leicht genug sein, dass man es eben so machen kann, dass man sagt, hier, mach das für mich und nicht jeder muss ein Experte sein. Ja, vielen Dank für diese weitgehend optimistischen Einschätzungen. Und auch nochmal vielen Dank für den Hinweis. Also ich glaube, das braucht beide Seiten, diejenigen, die dann die Wärme einfach abnehmen als Dienstleistung und auch die aktiven Frührentner, die bereit sind, sich in Genossenschaften zu engagieren. Ich kann es eigentlich bestätigen, es gibt sie überall. Man muss sie halt nur finden. Ja, wir sind am Ende dieser Veranstaltung angelangt. Ich danke sehr, sehr herzlich für alle, die beteiligt waren an das IÖW und das gesamte Team, was sich da beteiligt hat. Ich danke meiner Kollegin Anke Bremer, die den Chat bedient hat. Ich danke der Technik und ich danke natürlich unseren Kommentatorinnen, die sich die Mühe gemacht haben, den ganzen Leitfaden zu lesen und auch zu bewerten und sich mit ihren Beispielen an dieser Veranstaltung zu beteiligen. Vielen Dank. Ich fand es sehr kurzweilig und möchte jetzt noch kurz als Ausblick Ihnen sagen, also diese Veranstaltung ist aufgezeichnet worden, die wird dann auch zur Verfügung gestellt. Wir haben eine Seite, die heißt www.böll.de/Wärmewende. Da finden Sie alle Angebote der Heinrich-Böll-Stiftung zur Wärmewende, ebenso auch diese Veranstaltung. Den Leitfaden findet man da auch, den kann man dort herunterladen. Man kann ihn auch bestellen als gedrucktes Exemplar und speziell auch diejenigen, die in Energieagenturen oder Klimaschutzleitstellen arbeiten, können sich auch mehrere Exemplare bestellen und sie kostenlos verteilen. Und selbstverständlich, wir haben eine Creative Commons Lizenz. Sie können alle Grafiken kostenlos in den Präsentationen nutzen. Und ich hoffe, dass die Grafiken sich verbreiten, weil es natürlich auch wichtige Aussagen sind. Und ich kann auch noch in Aussicht stellen, wir werden im Juli ein neues Produkt haben, und zwar ein Infoblatt zum Thema Wärmewende und Wärmeplanung. Das so 4 Seiten DIN A4 die wesentlichen Grafiken in einem sehr kompakten Produkt zusammenfasst. Und auch das kann man dann bestellen. Also das lohnt sich dann nochmal auf unserer Webseite zu schauen. Oder wir werden das auch nochmal über den Verteiler schicken, über den Sie jetzt von dieser Veranstaltung auch erfahren haben. So, ich hoffe, ich habe jetzt alle wichtigen Hinweise gegeben. Sie können gleich im Abspann kriegen Sie noch einen Link auf Direktlink auf den Leitfaden, wo man ihn bestellen kann. Und natürlich können Sie auch uns ein Feedback geben. Das kommt dann per Mail nach der Veranstaltung an die Teilnehmenden. Ja, damit wir auch Anhaltspunkte haben, wie wir unsere Veranstaltung weiter verbessern. Und ich bin sehr sicher, dass sowohl wir von der Heinrich-Böll-Stiftung als auch alle, die hier mitgewirkt haben, weitere Angebote zum Thema Wärmewende haben werden in Zukunft. Und das ist ein Thema, an dem wir alle zusammen weiterarbeiten. Und dabei wünsche ich viel Spaß, Optimismus und Zuversicht und verabschiede mich. Einen schönen Abend.